Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man den Antrag der Grünen so liest, den Antrag zur Reduktion von Pestiziden, bekommt man den Eindruck, dass man eigentlich einfach nur Pflanzenschutzmittel weglassen muss oder am besten auf ökologische Landwirtschaft umstellen soll und dann wäre alles gut. In Wirklichkeit stehen aber traditionelle und ökologische Landwirtschaft im Bereich des Pflanzenschutzes vor gewissermaßen gleich großen Herausforderungen. Denn auch die ökologische Landwirtschaft kommt eben nicht ohne Gift aus. Zwar werden im Biolandbau keine synthetischen Stoffe eingesetzt, aber die Zulassung der Pestizidanwendungen im ökologischen Landbau in Deutschland umfasst immerhin 99 DIN A4-Seiten. Und es enthält Stoffe wie Mineralöle, Bakterienstämme, Viren, Mikroorganismen, Pflanzenextrakte, aber natürlich auch Chemikalien wie Kupfer. Und daran sieht man schon, dass der Begriff natürliche Gifte nicht automatisch auch harmlos und gesund bedeutet. Um den Pilzbefall auf den Reben beispielsweise zu vermeiden, müssen die Winzer, die Weinbauern im Ökolandbau Chemikalien, prophylaktische Lösungen mit Kupfersalzen spritzen. Kupfer ist aber ein Schwermetall, das sich im Boden sehr schnell anreichert und bereits in geringen Dosen höchst toxisch auf Mikroorganismen, auf Weichtiere und auch auf Kleinstlebewesen auswirkt. Die EU-Kommission würde Kupfer deswegen am liebsten verbieten. Das hätte jedoch verheerende Folgen, denn für den Ökolandbau gibt es keinen möglichen Ersatz. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Grünen? Ja, gerne. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Danke, Herr Kollege Ferber, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt sehr auf den Ökolandbau abgezielt. Und ich möchte Sie deshalb fragen, ob Sie mir zustimmen wollen, dass wir eigentlich jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo es nicht mehr um gegenseitige Schuldzuweisungen geht, welche Landwirtschaft arbeitet besser oder schlechter, sondern dass wir Lösungen brauchen. Deshalb haben wir die aufgeschrieben. Und dass wir genau aus dem Grund, den Sie gerade benannt haben, weil wir durchaus im Weinbau auch ein Problem haben, mehr Investitionsmittel in die Forschung stecken müssen. Und dass das unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, das auch zu tun. Dass wir nämlich genau hier die Alternativen anbieten möchten. Deshalb frage ich Sie nochmals, stimmen Sie mir zu, dass es jetzt darum geht, Lösungen zu erarbeiten und dass wir uns gemeinsam darum bemühen müssen? Ja, vielen Dank, lieber Herr Kollege Ebner. Wenn Sie mir noch ein bisschen zugehört hätten, dann wäre ich auf den Bereich noch gekommen, denn es geht in der Tat um eine Lösung für die Landwirtschaft insgesamt. Aber vielleicht lassen Sie mich meine Rede zu Ende bringen. Ich gehe eben auf Ihren Antrag ein. Ich weiß ja, dass Sie persönlich viele Dinge besser wissen, als es manchmal in den Anträgen so ersichtlich wird. Aber ich habe eben nur den Antrag, auf den ich jetzt eingehe, den haben Sie ja auch hier im Hause eingebracht. Ja, aber ich muss, ohne jetzt auf der Ökolandwirtschaft hier irgendwo herumtrampeln zu wollen, ich möchte einfach ein paar Dinge sagen. Zum Beispiel, es werden Pyrethrine verwendet. Sie werden aus Chrysanthemenarten gewonnen und sie werden auch im Bioanbau als Insektizide zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Doch sie wirken auf alle Insektenarten neurotoxisch, auch auf Nützlinge. Und was mich besonders an diesen Dingen stört, das ist, dass diese Chrysanthemen in Kenia, in Südamerika angebaut werden und eben nicht ökologisch angebaut werden, sondern mit Pestiziden, mit Organophosphaten geschützt werden. Das ist ein klassisches Beispiel, wie ein Problem nur ins Ausland verlagert wird. Wir können doch hier nicht sagen, wir arbeiten ökologisch, aber die Grundlagen, die Produktionsmittel dieser Ökologie, die machen wir in anderen Ländern alles andere als ökologisch.
Ein weiteres Insektizid ist Spinosad. Es ist in die höchste Kategorie für Bienengifte einsortiert. Es wirkt toxisch auf Schmetterlinge und ist giftig für Algen, für Fische, sehr giftig für Wasserorganismen und ist in der ökologischen Landwirtschaft eingesetzt. Diese Beispiele zeigen, dass wir eben, lieber Herr Ebner, keinen Keil zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft treiben dürfen. Die stehen vor den gleichen Herausforderungen. Und ich bitte Sie alle hier im Hause, insbesondere natürlich auch Sie von den Grünen, dass wir wieder zu einer lösungsorientierten, aber insbesondere zu einer sachlichen Debatte zurückkehren müssen. Es ist wichtig und richtig, dass wir Pflanzenschutzmittel so sparsam wie möglich anwenden und dass wir bei der Ausbringung darauf achten, dass sie für Mensch und Natur möglichst unbedenklich sind. Was wir brauchen, ist mehr Forschung. Forschung für den integrierten Pflanzenschutz, Resistenzforschung, Forschung für den vorbeugenden, nicht chemischen Pflanzenschutz. Und wir brauchen insbesondere eine Ursachenforschung zum Rückgang des Insektenbestandes, weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, die viel zitierte Krefelder Studie, die einzige Studie, die es gibt, zum Bestandsrückgang der Insekten, die sagt nämlich über die Ursache dieses angeblichen Rückgangs überhaupt gar nichts aus. Und deshalb muss hier dann auch die Ursache, die definitiv nicht nur monokausal ist, einfach auch erforscht worden. Diese Maßnahmen sind im Koalitionsvertrag vereinbart. Da heißt es unter anderem die Umsetzung einer Ackerbaustrategie für umwelt- und naturverträgliche Anwendungen, die Ergänzung dieser Ackerbaustrategie, ein Innovationsprogramm für digital-mechanische Methoden, für die Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, aber auch die Forschung intensivieren, um die Bandbreite innovativer, aber auch verfügbare Pflanzenschutzmittel zu sichern. Denn, meine Damen und Herren, die Resistenzen, die Sie vorher angesprochen haben, Herr Ebner, die werden ja nicht draußen produziert auf den Äckern. Da entstehen sie. Produziert werden sie in der Politik, weil immer weniger Wirkstoffe für die entsprechenden Problemfälle zur Verfügung stehen. Ein Aktionsprogramm Insektenschutz und der Aufbau eines Monitoringzentrums unter Einbeziehung des Bundesumwelt- und des Landwirtschaftsministeriums wird die Biodiversität stärken. Der Antrag der Grünen ist daher nicht nur unsachlich, unvollständig, sondern er ist obendrein auch völlig überflüssig. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist Rita Hagelkehl für die SPD-Fraktion.